Der Erik hat mal wieder eine neue Erkenntnis gemacht. Ich habe was Neues ausprobiert, was ich sehr, sehr gut fand. Und natürlich möchte ich dich daran teilhaben lassen. Die Sachen liegen hier auf dem Tisch. Und ich zeige dir jetzt mal, worum es geht und was daran eigentlich so cool ist. Ja, Schweißfan, erstmal gegrüßt. Sei du erstmal gegrüßt zu einem neuen Video. Es geht um das Thema Edelstahl formieren. Und da sind es natürlich immer wieder so ein paar Punkte. Wir haben schon vor längerer Zeit, habe ich das Video schon mal angefangen, aber habe es nicht zu Ende gebracht. Heute ist aber der Tag der Tage, wo wir das Ganze zu Ende bringen. Ich habe alles auf den Tisch gelegt. Ich habe wieder was Neues ausprobiert. Mir ist mal irgendwann eine sehr, sehr coole Idee gekommen zum Thema Formieren. Einige, die meine Videos verfolgen, vielleicht wenn du das jetzt nicht machst, wissen ja, wie ich das erstmal benutze. Also prinzipiell haben wir hier erstmal eine ganz normale Flasche von Air Liquid. Brauchen keinen Druckminderer, weil das Ganze integriert ist. Das heißt, wir machen hier nur auf die Flasche. Hier hinten stellen wir dann quasi die Durchflussmenge ein. Und hier vorne haben wir einen Doppelabzweig. So, warum der Doppelabzweig? Einmal natürlich, klar, wir gehen zur Uranus, um die zu betreiben, unsere Schweißanlage mit Gas, Schutzgas. Und hier haben wir quasi den Doppelabzweig, da haben wir einen schönen langen Schlauch. Drehen wir dann quasi, wenn wir es nachher zum Formieren brauchen, hier einfach auf. Geht es dann natürlich geschlossen. Mittlerweile haben wir die wirklich an jeder Gasflasche, einfach um das ja einfach so zu benutzen zu können. Hier liegen quasi Metallschwämme aus der Küche. Und das ist mir irgendwann neulich so als Idee gekommen, wo ich gesagt habe, Mensch, das wäre doch eigentlich eine ganz coole Sache zum Formieren. Wir haben das natürlich schon mehrfach ausgetestet, deswegen ist es natürlich hier auch noch an unserem Schlauch. Bevor ich euch hier irgendwas vom Pferd erzähle, gehe ich dann natürlich immer erstmal in die Praxis damit. Ich will es dir aber auch noch zeigen, deswegen haben wir hier jetzt mal zwei Rohre, die wir mal zusammen verschweißen werden und natürlich hier formieren. Wie gesagt, gut, Air Liquid hat kein standardmäßiges 4.6, sondern ich glaube, das ist 4.9, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege. Ja, ist natürlich immer schön, wenn die Beschreibung hinten auf der Flasche ist. Das ist immer perfekt. Ja. Übrigens, kurzer Hinweis, wer Gas braucht. kurzer Hinweis dazu, es gibt einen coolen Rabattcode von mir, wo ihr auf eure Bestellung bei Air Liquid 10% sparen könnt. Findet ihr unten in der Beschreibung, haue ich euch natürlich unten rein. Sprich, du hast den Vorteil, du gehst über den Link, kommst auf eine Landingpage, da siehst du nochmal das Erklärvideo von mir und dort trägst du dich einfach mit deinen Daten ein, dass sich jemand von Air Liquid bei dir meldet. Natürlich aus deiner Nähe, dass du einen geringen Anfahrtsweg hast oder sie liefern sogar, unterbreiten dir ein ganz unverbindliches Angebot, sparst 10%, coole Sache. Also wer da drauf Bock hat und Gas braucht, 10% sparen. Ich habe jetzt mal ein einfaches Handlaufrohr, nochmal ein paar Rester gesucht. Ich möchte dir jetzt zeigen, wie ich das dann vorbereite. Ich muss natürlich noch den Brenner umstecken, das Ganze. Und ja, freue mich immer sehr über mein neues Schweißgerät von Böhler. Sehr, sehr cool. Es ist schon ein Video online zu dem Schweißgerät. Gerne mal angucken. Jetzt zeige ich dir, wie ich das hier zusammenbaue. Warum diese Metallschwämme? Also erstmal bin ich darauf gekommen, dass sie gut beweglich sind. Das heißt, ich kann hier die schön durch meinen Schlauch schieben. Und sie halten natürlich das Gas dann im Rohr schön drin. Und dann habe ich natürlich den Vorteil, das verbrennt nicht. Das war immer so mein Problem. Ich meine, hier ist es jetzt nicht das Problem. Wir haben relativ viel Platz bis hier außen hin. Aber angenommen, wir müssen hier einen Ring anschweißen. Wir haben relativ wenig Platz zum Rand. Hier haben wir den Vorteil, das Ganze verbrennt nicht. Und trotzdem haben wir unser Formiergas im Rohr, da wo es quasi hin muss, dass es ordentlich gegen die Wurzel drückt sozusagen. Die Frage ist natürlich jetzt überhaupt erstmal, warum muss man überhaupt formieren? Bei Chrom-Nickel-Stählen oder bei hochlegierten Stählen, auch Titan zum Beispiel, ist es so, dass ja kein Schutzgas an die Wurzel kommt. Und durch den Luftsauerstoff oxidiert das an der Stelle, besser bekannt auch als Blumenkohl, umgangssprachlich. Und das Formiergas drückt das quasi nach oben, schützt das davor. Und deswegen haben wir dann innen drin eine sehr, sehr schöne und saubere Naht. Wichtig für Rohr, zum Beispiel Auspuffanlagen, dass da drinnen keine Verwirbelung entsteht. Oder im Behälterbau, Medizin, also Rohre, da ist es eine ganz, ganz wichtige Sache, dass die Schweißnähte formiert werden. Also beziehungsweise die Wurzel, nicht die Schweißnähte. Die Schweißnähte sowieso. Wir wollen das ja vor Sauerstoff schützen, gell? Und Dreck sozusagen. Deswegen eine ganz wichtige Sache. Also, wir haben jetzt hier zwei Chrom-Nickel-Stahlrohre liegen. 40er Rundrohr von einem Handlauf sozusagen. Und die zwei schweißen wir ineinander. Wir bereiten das jetzt vor. Ich zeige dir, wie ich das mache.
Wir müssen natürlich an dem Doppelabzweig, ne? An dem da hinten bei dem Kollegen, müssen wir natürlich die, sag schon, die Durchflussmenge ein bisschen erhöhen. Das heißt, wir müssen hinten von 8 bis 9 Litern ein bisschen höher gehen, damit hier auch genügend ankommt. Das ist natürlich eine ganz wichtige Sache, die dürfen wir nicht vergessen. So, jetzt bereitet man das erstmal vor und dann zeige ich dir das. Schweißfan, endlich ist es soweit. Unser Online-Kurs ist fertig. Sei gegrüßt und herzlich willkommen. Im Aluguss-Bereich gab es bis heute keine Möglichkeit, das irgendwo zu erlernen. Jetzt ist es aber möglich bei uns im Online-Kurs. Bis, wie ich es eben gezeigt habe, bleibt die Kalotte auch schön stabil und klein. Aber auch Aluminiumschweißen. Die Steps von Anfang bis Ende haben wir in einem Online-Kurs in mehreren Modulen zusammengefasst. Bestimme du, wo und wann und in welchem Tempo du das Aluminiumschweißen erlernen möchtest. Also, wir haben natürlich jetzt hier zwei Stück schon da. Das heißt, das ist natürlich jetzt viel zu lang. Jetzt müssen wir mal gucken. Vorteil ist, du kannst das hier auch schön abziehen. Das heißt, wir müssen das Ganze jetzt hier ein bisschen stopfen, dass das ordentlich zu ist. Und drücken das hier ein bisschen rein. Und das reicht im Grunde genommen schon, dass das hier ordentlich verschlossen ist und das Gas nicht rauskommt. Das ist natürlich jetzt die Stelle, sagen wir mal, die wir miteinander dann verschweißen wollen, verbinden wollen. Und jetzt drücken wir, machen wir es erstmal so, ist einfacher, auf der anderen Seite auch noch den Kollegen hier rein. Und das funktioniert, wie gesagt, sehr gut. Kann man ja ein bisschen rausgucken lassen, das stört nicht. So, jetzt richten wir uns das Rohr aus. Dafür können wir hier schön unseren Schraubstock nehmen, wo wir das Ganze dann ordentlich zusammen drehen können. So, und dann haben wir eigentlich schon alles soweit erledigt. Das war natürlich klar, hat noch nicht geklappt. Jetzt, so sieht das Spektakel dann quasi aus. Beide Seiten verschlossen. Wir müssen natürlich jetzt das Gas, Formiergas, Argon, reinströmen lassen. Das heißt, hier wird aufgedreht. Aber, ich sag mal, hier brauchen wir jetzt natürlich nicht sehr viel an Gas. Klar, gell? Wir haben hier ein ganz kleines Rohr. Auspuffanlagen, Tanks etc. ist natürlich dann was Größeres. Das heißt, wir müssen jetzt hier hinten schauen. Wir machen nur ein bisschen höher. Ich sage mal, 10 Liter reicht wahrscheinlich aus. Da müssen wir nicht übertreiben, was wir höher stellen. Das hier ist komplett offen. Das ist quasi das Schutzgas zum Schweißen. Und was dann quasi vorne aus dem Brenner kommt. Und hier drehen wir gleich das auf, was hier ins Rohr gelangen soll. So, übrigens haue ich euch einen Link auch für die Dinger unten rein, wenn es euch interessiert. Unfassbar günstig. Ich weiß gar nicht, ich habe scheinbar nicht richtig geguckt. Ich weiß noch nicht, was ich mit den ganzen Dingern machen soll, aber ich habe jetzt erstmal welche auf Lager, weil ich glaube, die werden nicht so schnell kaputt gehen. Egal, war aber nicht teuer. Ich glaube nicht mal 10 Euro. Jetzt habe ich meinen neuen Brenner von Rohwild noch nicht. Leider. Ich habe jetzt noch aktuell den Originalen von Böhler, der natürlich auch seine Dienste macht, gar keine Frage. Aber ich muss halt echt sagen, Rohwild, das ist schon so mein Kumpel, gell? Der Rohwild-Brenner. Niklas, Grüße gehen raus. Ich freue mich, aber er müsste eigentlich schon am Montag kommen. Ich glaube, die Woche jetzt Montag, Dienstag ist Feiertag jetzt bei uns. Aber das sollte er dann kommen. So, wir stellen natürlich das Gerät zum Chrom-Nickel-Stahl-Schweißen ein. Ich nehme eine goldene Wolfram-Elektrode, schleifen das Ganze von 45 Grad an. Immer die Schliffrichtung zur Wolfram-Elektrode, also zur Spitze hin, nicht dagegen ersetzt. Und ja, das war's. Dann können wir loslegen. Und dann müssen wir das Ganze natürlich zum Schluss nach dem Schweißen aufschneiden, weil sonst kann ich euch natürlich nicht zeigen. Fällt mir jetzt gerade ein. Aber das ist ja kein Problem. Das heißt, wir schweißen jetzt und nach dem Schweißen schneiden wir es hinten ab und dann gucken wir uns mal die Wurzel an, wie gut das Ganze aussieht. Wie ist eigentlich die Thematik Chrom-Nickel-Stahl-Schweißen bei dir? Wendest du das viel an? Brauchst du da noch ein paar Tipps? Hau mal unten in die Beschreibung rein, ob wir da noch mal ein, zwei Videos dazu machen. Das würde mich mal stark interessieren. Hier noch was umgebaut. Warum habe ich das gemacht? Ich schweiße Edelstahl gerne mit einer Gaslinse. Das ist jetzt ja der große Brenner, deswegen haben wir auch das große Zubehör. Für die kleinen SR9 und so ist das natürlich noch ein bisschen geiler, weil dann können wir auch eine schöne Fuba drauf machen. Funktioniert sehr, sehr gut. Ich schweiße damit sehr gerne. Nähte verbrennen nicht so und du hast eine super Gasabdeckung. So, jetzt sehen wir noch für Chromnickel natürlich noch den richtigen Zusatzwerkstoff. Ich sage mal, 2 mm reicht dicker aus und dann natürlich vorher Gas aufdrehen. Bitte auch nicht immer vergessen, der Kollege hier setzt
chromatefrei, die extrem schädlich sind. Denkt an eure Gesundheit. Frischluft, Helm, Absaugung, Fenster auf oder einen 3M-Mundschutz zum Beispiel. Jetzt bin ich mal gespannt, wer weiß, warum hat es hier gequalmt eben, wer hat es im Video gesehen. Schreibt es mal in die Kommentare, warum hier kurz was rumgequalmt hat. So, wir machen alles raus. Rechte Seite, linke Seite. Na gut, wir haben es nicht schön in gerade, deswegen ist das hier ein bisschen rausgekommen. So, wenn ich jetzt hier so reingucke, sieht das schon sehr gut aus. Verschweißt ist es komplett. Jetzt gehen wir an die Säge, schneiden das runter. Ich schneide es ganz nah dran ab. Und dann gucken wir uns mal an, wie es unten drunter aussieht. Ich habe mal die Lampe mal angeschaltet von der Kamera. So, und hier haben wir die Wurzel, die richtig schön glatt ist und es sieht aus wie die Schuppung außen quasi. Halt nicht ganz so von den Anlauffarben her, aber perfekt. Genauso muss es sein. Das Gas, von mir Gas, drückt das quasi schön nach hinten dran und du hast nicht diesen hässlichen Blumenkohl, den du unter normalen Umständen hättest, wenn du nicht formierst. Also genauso muss es aussehen. Eigentlich wirklich perfekt. Schön sauber, schön glatt, gut. Die Ungleichmäßigkeit kommt jetzt durch mich. Ich hätte es auch eigentlich nur verlaufen lassen können, schön. Aber hier sieht man das gut, dass das einwandfrei funktioniert hat, das Formieren. Ja, perfekt. Also, sehr, sehr günstige Alternative. Wenn man mal jetzt nicht bestimmte Sachen, oh, ich habe das Licht noch an, bestimmte Sachen zu Hause zur Hand hat, sowas kann man sich auf jeden Fall hinlegen. Unten werde ich den Link reinschmeißen, dass du siehst, wo du die Dinger kaufen kannst. Hinlegen, super über den Schlauch drüber. Vor allen Dingen, genau um so einen Punkt geht es zum Beispiel, du musst hier einen Ring anspeisen, einen Teil, der relativ nah am Rand ist. So, jetzt nimmst du hier Gummi, du nimmst irgendwas verschmort, verbrennt. Da passiert einfach gar nichts damit, mit dem Zeug hier, ja? Weil das ja auch Stahlwolle ist. So, und dadurch kannst du auch relativ nah am Ende eines Rohrs wunderbar das Ganze verschweißen. Also uns hat das schon sehr, sehr viel geholfen. Das war echt perfekt bis jetzt, das Ding. Ja, freut mich, dass es so ordentlich aussieht. Wie gesagt, für Auspuffanlagen, für Behälter, für Rohre, wo innen drinne dieser Blumenkohl nicht sein soll, ist das genau der richtige Punkt zum Formieren. Ich hoffe, das war mal so ein kleiner Tipp, den du vielleicht noch nicht kanntest, weil ich bin, wie gesagt, selber erst drauf gekommen. Und ja, ich finde es ganz cool. Dann hoffe ich mal wieder, ich konnte dir mit dem Video ein bisschen helfen und dir einen Tipp geben. Lass es mich gerne mal wissen, ob der Tipp cool war und du kannst das noch nicht. Ich verlinke dir hier oben noch ein Video zum Edelstahlschweißen. Und hier unten findest du den Link zu diesen Schwämmen. Ich wünsche dir einen geilen Abend. Wir sehen uns zum nächsten Video. Dein Alulöffel. Bis bald.